Yo, was geht ab? Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Let's f***ing go! Jeder, der auf YouTube unterwegs ist und sich für Kampfsport interessiert, kennt diesen Mann hier. Ey, ich liebe das so sehr, wenn irgendwelche arroganten Typen mal richtig einen auf die Fresse bekommen, ne? Im Januar 2023 hat er nun seine eigene Kampfsportmarke gegründet. Hier einmal das Premium-Modell für euch klar gemacht und ich nenne es einmal die Budget-Variante. Und jetzt schauen wir uns mal ganz genau an, ob die wirklich was können. Aber bevor wir mit dem Video starten, ein riesiges Dankeschön an meinen Partner Kunpon, die uns diese Handschuhe zur Verfügung gestellt haben. Und wenn auch du ein neues Equipment oder neue Fightwear brauchst, findest du auf kunpon.de alles, was du brauchst. Und mit unserem Code KSC10 sparst du auch nochmal 10% Rabatt auf deine gesamte Bestellung. Wir starten mit dem Premium-Modell. Wie ihr hier seht, ganz simpel gehalten, schwarzer Boxhandschuh mit goldenen Highlights, mittig nochmal der Octa-Ring und einmal das Wortlogo Ringlife zu sehen. Auf der Lasche haben wir dann hier einmal das Patch drauf genäht, wo man genau das gleiche wie oben nochmal sieht. Zusätzlich hier unten steht auch nochmal Fightwear drauf. Ansonsten werden hier auch nochmal die Unzen angegeben. Und hinten haben wir dann jeweils auf dem einen Handschuh Chin Down und auf dem anderen Handschuh Hands Up drauf gedruckt. Ansonsten schauen wir uns nochmal kurz die Innenseite an. Da fällt natürlich direkt auf, alles wirklich auffällig in Gold gehalten. Die Abschlüsse der Laschen dann auch jeweils in Gold gehalten. Die Nähte sind wirklich schön verarbeitet. Der Handschuh ist super gut zusammengesetzt und da kann man sich wirklich nicht beschweren. Da merkt man einfach, dass der Handschuh wirklich handmade in Thailand ist. Und dann schauen wir uns jetzt das günstigere Modell an. Ganz simpel auch in Schwarz gehalten, hier allerdings dann mit weißen Highlights. Mittig über den Handschuh zieht sich einmal das Wortlogo Ringlife einmal rüber, schwarze Highlights hier einmal an den Seiten, die nach oben weggehen. Ansonsten haben wir hier auf dem Däumling dann nochmal das Bildlogo, den Octa-Ring. Optisch ist die Lasche genauso aufgebaut wie beim Premium-Modell. Wir haben hier den Aufnäher mit dem Bild- und Wortlogo plus einmal Fightwear unten nochmal stehen. Ansonsten auch hier Größenangabe und auf dem hier dann einmal Hands Up. Die Innenseite ist komplett schwarz gehalten, Abschlüsse an der Lasche auch komplett schwarz. Sehr simpel, mit sauberen Nähten, auch insgesamt macht das von der Verarbeitung einen guten Eindruck. Beim Premium-Modell wurde auf feinstes Rindsleder zurückgegriffen. Das sieht man, das fühlt man und das riecht man auch. Vom Material her gibt es einfach nichts Besseres, wenn es um robuste und langlebige Boxhandschuhe geht. Dieses Modell hier besteht aus hochwertigem Kunstleder. Bei Kunstleder ist es so, da gibt es schlechte Qualität als auch gute Qualität. Ja? Der hier ist qualitativ auf jeden Fall im hochwertigeren Bereich. Und heutzutage ist es auch so, es muss nicht immer Leder sein. Besonders für Leute, die das vielleicht aus moralischen oder ethischen Gründen eher vermeiden, auf Lederprodukte zurückzugreifen. Und da gibt es mittlerweile wirklich super gute Kunstleder-Alternativen. Hier ist einer davon. Ist nicht ganz so teuer wie Leder, aber qualitativ muss man da mittlerweile auch nicht mehr ganz so viel zurückstecken. Das Premium-Modell weist hier eine super gute Dämpfung auf. Wenn man hier drauf drückt, gibt der schön nach. Die Innenseite hier ist nicht ausgepolstert, ist nice to have, aber kein Muss. Ansonsten ist die Außenkante noch gepolstert, das Polster ist wirklich schön fest, also so wie es halt sein muss. Und der Daumen ist, wie ihr hier seht, komplett vernäht. Der Daumen sitzt ansonsten schön eng an und minimiert wirklich Daumenverletzungen. Super gut gemacht. Dann checken wir jetzt einmal noch den Handgelenkschutz und wenn ihr hier seht, sieht man, dass der wirklich fast gar nicht nachgibt. Also da ist der wirklich schon sehr robust, was immer ein gutes Zeichen ist. Und wenn wir den jetzt mal anziehen und einmal zumachen, gibt die Lasche dem Ganzen natürlich nochmal ein bisschen mehr Stabilität. Ansonsten haben wir ein bisschen Bewegungsfreiraum. Ein bisschen wollen wir natürlich immer haben. Es soll nicht komplett versteift sein. Aber wenn wir hier dann einmal drücken, ist der Handgelenksschutz auf jeden Fall gegeben. Und mehr geht da auch kaum. Die Polsterung bei diesem Modell hier ist ein bisschen härter. Gibt nicht so schön nach wie das Premium-Modell. Aber für die Preiskategorie ist das noch total im Rahmen. Bei diesem Modell ist das Schöne, dass die Innenhand hier schön ausgepolstert ist. Ansonsten haben wir hier dann auch eine Handkante, die ein bisschen weiter runter zum Handgelenk über den Unterarm geht, das ganz cool ist. Allerdings geht der nicht so hoch wie beim Premium-Modell, aber insgesamt immer noch eine gute Sache. Auch hier bei diesem Modell ist der Daumen schön vernäht. Allerdings liegt der Daumen hier nicht so schön an wie beim Premium-Modell, aber wie gesagt, das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau. Dann schauen wir uns jetzt nochmal kurz an, wie stabil der im Handgelenksbereich ist. Und da sieht man natürlich einen großen Unterschied zu dem Premium-Modell. Hier ist es ein bisschen wobbly. Wir ziehen den Handschuh mal an, machen ihn zu. Zack. Handgelenksbereich merkt man, dass der auf jeden Fall ein bisschen unterstützt. Es gibt aber definitiv Handschuhe, die einfach nochmal ein bisschen mehr Halt geben. Beim Lüftungssystem können wir uns schön kurz und knackig halten. Ringlife arbeitet hier ganz simpel und ganz standardmäßig mit den Luftlöchern hier im Innenhandbereich. Das Schöne bei dem günstigeren Modell ist, dass wir hier natürlich auch wie bei dem anderen standardmäßig hier im Innenbereich Luftlöcher haben, als auch zusätzlich hier bei dem Modell auch nochmal im Däumling. Wir schlüpfen einmal rein und hier beim Premium-Modell merkt man einfach, der sitzt wirklich, machen wir den mal zu,
wie eine zweite Haut. Und vom Tragegefühl, von der Passform her, erinnert er mich sehr stark an Twins-Boxhandschuhe. Ergonomisch passt sich dieser Handschuh wirklich optimal meiner Hand an. Wenn wir uns den Griffsteg hier nochmal anschauen, der ist auch schön ausgeprägt und der rundet das Ganze nochmal ab und sorgt wirklich für einen super guten Komfort bzw. für eine super gute Passform im Boxhandschuh. Das Premium-Modell sitzt bei mir definitiv perfekt. Das lässt keine Wünsche mehr offen. Der Handschuh ist auch hier schön beweglich. Heißt, wenn man Clinch oder Kicks fangen will, auch immer eine schöne Sache, wenn man da schön viel Spielraum oben im Boxhandschuh hat. Und der breite Klettverschluss hier unten sorgt dafür, dass der Handschuh dort sitzen bleibt, wo er sitzen bleiben soll. Der Boxhandschuh Nummer 2 sitzt für einen Boxhandschuh im mittleren Preissegment wirklich unglaublich gut. Dieser Handschuh passt sich okay an meine Handform an. Ansonsten haben wir hier auch einen gut ausgeprägten Griffsteg, der dafür sorgt, dass wenn ich die Faust balle, dass der Handschuh wirklich nochmal richtig gut sitzt. Auch hier haben wir oben ein gutes Maß an Beweglichkeit. Ansonsten haben wir hier dann auch, wie bei dem anderen Modell, einen relativ breiten Klett, der dann auch nochmal für einen tighteren Sitz sorgt des Handschuhs. Preislich liegt das Premium-Modell bei 124,90 €. Nur in dieser Variante erhältlich, heißt in Schwarz-Gold und in den Größen 10, 12, 14 und 16 Unzen erhältlich. Dieses Modell hier könnt ihr für 59,90 € euer eigen nennen. Auch nur in dieser Variante erhältlich und auch in den Größen 10, 12, 14 und 16 Unzen. Freunde, ich halte mich kurz und knackig. Beide Modelle hier müssen sich in ihren jeweiligen Preisklassen definitiv nicht vor irgendwelchen Marken verstecken, die schon ein bisschen etablierter bzw. schon ein bisschen länger auf dem Markt sind. Beide Modelle hier liefern auf jeden Fall ab und garantieren super gute Trainingseinheiten. Welcher Handschuh ist also für dich der richtige? Die Entscheidung hängt einzig und allein davon ab, was deine Ansprüche sind und wie viel Geld du bereit bist auszugeben. Wenn du verwöhnt und wählerisch wie ich bist, dann führt natürlich kein Weg am Premium-Modell vorbei. Und wenn du einmal wirklich Handmade in Thailand Boxhandschuhe in dieser Preisklasse anhattest, da ist man ja auch irgendwie nicht mehr bereit, mit einem schlechteren Paar zu trainieren, besonders wenn man weiß, wie sich ein gutes Paar Boxhandschuhe anfühlt. Wenn du eher neu bist oder eher selten zum Training gehst, heißt ein-, zweimal die Woche und sagst, hey, Equipment sollte einfach nur das Nötigste abliefern und gut ist, dann bist du mit dem Modell hier für knapp 60 € wirklich auch super gut beraten. Hier bekommst du für den Preis ein super verlässliches und solides Paar Boxhandschuhe. Damit haben wir die Frage beantwortet, werden diese Boxhandschuhe ihrem Hype gerecht? Und ich kann auf jeden Fall sagen, ja, werden sie. Das ist der erste Drop von der Marke Ringlife. Und wenn das schon so losgeht, dann kann man wirklich gespannt sein, was sie die nächsten Jahre, Monate noch droppen werden. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Du weißt, was zu tun ist. Lass ein Like da, lass ein Abo da. Schreib gerne was in die Kommentare, wenn du noch Fragen hast. Jeder Support ist hier gern gesehen und hilft uns weiterhin zu wachsen. Du hast Instagram? Cool, ich auch. Dann öffne jetzt sofort deine App, such meinen Kanal und lass auch dort ein Follow da. Admin, wenn du das siehst, teile bitte mein Video. Leute, haut rein, bleibt stabil, bis zum nächsten Mal. Und hier sind zwei weitere Videos von mir. Klickt euch gerne mal durch. Haut rein.